Hallo, meine Lieben, da sind wieder Ihre Ast und Ihr Jürgen. Wir freuen uns auf eine weitere Folge von Astrid und Onkel Jürgen lesen. Diesmal aus Der König der Tiere. Wir sind wieder das Pärchen im Bett, das gemeinsam frühstückt und sich dabei vorliest. Ah, dass ich das noch erlebe. Hör mal. Da schreibt eine Frau, ich fühle mich seit Jahren notorisch unterbelästigt. Notorisch ist natürlich falsch. Notorisch bedeutet ja bekannt, aktenkundig. Was sie meint, ist chronisch unterbelästigt. Aber egal. Mein Eindruck, schreibt sie weiter, der deutsche Mann zwischen 25 und 56 ist im Alltag geradezu blind fürs andere Geschlecht. Und weiter, ein Flirt ist weder die Vorstufe zur Ehe noch zum Seitensprung. Mhm. Flirten macht den Alltag erträglicher, den ganzen grauen Trott. Was ich immer sage. Marilyn Monroe hat das offensichtlich auch gedacht, denn sie hat gesagt, wer morgens betet, hat den ganzen Rest des Tages Zeit für Spaß und Sauerei. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das waren jetzt 5 Sekunden. Und den ganzen Rest des Tages nur Spaß und Sauerei. Das wäre mir ein bisschen viel. Bist halt nicht mehr der Jüngste. Vielleicht steht auch schon die Altershomosexualität vor der Tür? Du wirst es schon noch rechtzeitig merken. Wenn ich beim Fernsehen zu dir sage, der Ashton Kutcher ist echt ein süßer Bengel. Schade eigentlich, dass du keinen jüngeren Bruder hast. Dann kannst du dir langsam Gedanken machen. Mhm. Boah, hör mal. Der Weltmeister in der Kategorie Namen merken kann sich in 15 Minuten 106 Namen in der richtigen Reihenfolge merken. Boah, cool. Und wozu braucht man das in freier Wildbahn? Ich meine, das reicht doch, wenn man den Namen von seinem One-Night-Stand morgens noch weiß. Komm, das spielen wir mal. Ich habe dich in der Kneipe abgeschleppt und wir werden zusammen am anderen Morgen wach. Moment, wieso hast du mich abgeschleppt? Nee, ich habe dich aufgegabelt. Ich bin nämlich deine bedürftige Flirtvermisserin, die sich sagt... Selbst ist die Frau. Von mir aus. Ach Mann, nee, komm, hör auf zu schnarchen, das ist 10 Uhr. Wieso hast du dich eigentlich nicht morgens um 8 leise angezogen, frische Brötchen geholt, Kaffee gekocht, einen Zettel geschrieben mit... Es war einmalig. Ich glaube, ich bin schon süchtig nach dir. Aber jetzt muss ich Geld verdienen gehen. Königinnen kosten doch sicher, Fragezeichen. Moment. Immer der Reihe nach. Wo bin ich? Wie war ich? Wer bist du? Möchtest du ein E kaufen? Nicht nötig. Ich rassel jetzt die 106 Mädchennamen runter, die ich in den letzten Monaten auswendig gelernt habe. Wenn deiner kommt, sagst du einfach Stopp. Oh, du bist wirklich der letzte große Romantiker. Lass uns jetzt weiterlesen und frühstücken. Oh ja. Gib mir mal die Fleischwurst rüber, bitte. Dann machst du dir endlich klar, dass du mit jeder Scheibe Fleischwurst die Todesangst des Tieres mit isst. Hm. Das ist eine angstfreie Fleischwurst, keine Sorge. Ich habe dir schon mehrfach gesagt, dass der Anbau vegetarischen Essens bis zu 25 Mal mehr Lebewesen tötet als nachhaltige Tierzucht. Lebensräume bestimmter Tiere werden zerstört. Insekten und Kleinsäuger verenden an Pestiziden. Rehe und Kaninchen werden von Mähdreschern zerhäckselt. Eigentlich müssten dir beim Mampfen deines Salatblattes die Ohren klingeln von Bambis Todesschrei. Ach, halt doch einfach die... Oh, guck mal, das wird dir gefallen. Du wolltest doch immer schon nach Kenia, ne? Ja, einmal Aug in Aug mit einem Nilpferd, das jährlich übrigens wesentlich mehr Menschen tötet als Löwen und Krokodile. Echt? Also in Kenia dürfen Männer künftig so viele Frauen heiraten, wie sie wollen. Gegen den heftigen Protest der weiblichen Abgeordneten verabschiedete das Parlament in Nairobi ein entsprechendes Gesetz. Die werden auch noch schnallen, dass man irgendwann 5 Frauen, die man ganz legal um sich hat, genauso satt kriegt wie eine. Schatz. Schatz, was ist los? Man hört das Geräusch einer mit großem Kraftaufwand zugeschlagenen Tür. Das war's wieder für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, sehen wir uns ja wieder. Bis dahin, gesund bleiben, Hände waschen, Abstand halten. Bis zum nächsten Mal.